In diesem kleinen Gerät, das fast alle von uns besitzen, steckt unser Leben. Familienfotos, Kalender, Kontakte, E-Mails und Chatnachrichten. Eine Fundgrube für die Polizei bei Ermittlungen und leicht zu durchsuchen, jedenfalls laut Gesetz. Bisher ist dafür nämlich keine richterliche Genehmigung nötig. Man muss nicht mal Beschuldigter sein. Doch das verletzt den Datenschutz und die Menschenrechtskonvention, hat heute der Verfassungsgerichtshof entschieden. Wie bei Hausdurchsuchungen muss ab 2025 erst ein Gericht erlauben, ob und welche Handydaten durchsucht werden dürfen. Anlass für diese Entscheidung war nicht eines der beschlagnahmten Politiker-Handys, auf denen so viele bemerkenswerte Chatnachrichten aufgetaucht sind, sondern die Beschwerde eines Kärntner Unternehmers, gegen den die Polizei wegen Untreue ermittelt hat, auch in seinem Handy. Ein Blick zurück in den Juni. Schon damals verhandelt der Verfassungsgerichtshof zur Sicherstellung von Handys. Ein Kärntner hatte gegen die Beschlagnahmung seines Diensthandys im Zuge von Untreueermittlungen geklagt. Er nannte die Maßnahme unverhältnismäßig, immerhin sei ein bloßer Anfangsverdacht vorgelegen. Heute gibt ihm der VfGH recht. Die aktuelle Gesetzeslage sei verfassungswidrig und verstoße gegen das Datenschutzgesetz und das Recht auf Privatleben. Immerhin könnten übers Handy, Zitat, umfassende Persönlichkeits- und Bewegungsprofile erstellt werden, die detailreiche Rückschlüsse auf das Verhalten, die Persönlichkeit und die Gesinnung des Betroffenen zulassen. Künftig dürfen Handys in Strafverfahren ohne richterliche Genehmigung nicht mehr sichergestellt werden, so das Erkenntnis der Richter. Der Digitalexperte zeigt sich zufrieden. Natürlich könne es im öffentlichen Interesse sein, Handys zu beschlagnahmen, aber die Hürden dafür sind jetzt extrem gering. Da reicht schon der Anfangsverdacht für eine leichte Straftat. Und das ist dann natürlich ein sehr gravierender Eingriff im Vergleich dazu. Da ist es auf jeden Fall zu begrüßen, die Hürde anzupassen, auch an die Schwere der Straftat. Justizministerin Sadic hat die alte Regelung bisher verteidigt. Diese sei hilfreich für die Strafverfolgung bei organisierter Kriminalität, Kinderpornografie oder Gewaltdelikten in der Familie. Heute verspricht sie auf der Plattform X eine rasche Anpassung. Wir werden die VfGH-Entscheidung jetzt im Ministerium genau analysieren und die neue Regelung zeitnah umsetzen. Der Koalitionspartner spricht von einer Stärkung der Beschuldigtenrechte. Ein Handy im 21. Jahrhundert ist kein Briefbeschwerer. Ein Handy ist kein Gegenstand im Sinne dessen, was die StPO darunter versteht, wo man Blutspuren oder DNA-Spuren sicherstellt, sondern auf einem Handy des 21. Jahrhunderts ist das gesamte Leben eines Menschen abgebildet. Wobei sich der Innenminister weniger begeistert zeigt. Ich kann nur politisch sagen, dass wir diese Art der Ermittlungen, gerade im Bereich der Messenger-Dienste, aber auch der Handyüberwachung, essentiell ist und dass wir politisch darauf drängen werden und auch politisch es im Regierungsprogramm steht, hier nächste Schritte zu tun und zu machen. Auch die Präsidentin der Staatsanwältinnen warnt vor eventuellen Nachteilen bei den Ermittlungen. Es muss vor allem bei Gefahrenverzug ein rascher Zugriff durch die Polizei weiterhin möglich sein. Man denke an Suchtgiftdealer, man denke an Terrorismusverfahren. Und wir brauchen ganz besonders eine technologieneutrale Formulierung, damit die Strafprozessordnung auch bei Datenzugriffen ohne Datenträger in Zukunft passt. Bis Ende 2024 hat die Politik jetzt Zeit, das Gesetz zu reparieren. ÖVP und Grüne wollen die Reform allerdings schon deutlich früher angehen.